Wir werden hier beweisen, dass für zwei beliebige Winkel Alpha und Beta immer gilt, der Sinus von Alpha plus Beta mal Sinus von Alpha minus Beta ist genau dasselbe wie Sinus Quadrat von Alpha minus Sinus Quadrat von Beta. Um das zu beweisen, starten wir vom linken Teil, Sinus von Alpha plus Beta mal Sinus von Alpha minus Beta, und wenden hier selbstverständlich diese zwei Additionsformeln an. Jetzt werden wir das Ganze verteilen, aber wir erkennen hier A plus B mal A minus B. Also wenden wir die binomische Formel an. A plus B mal A minus B, das macht A Quadrat minus B Quadrat. So sind wir etwas schneller. Wir möchten hier in der Antwort nur noch Sinus sehen. Da sehen wir aber Cosinus und da auch. Also liegt es auf der Hand, wir werden Cosinus Quadrat von Beta ersetzen durch 1 minus Sinus Quadrat von Beta durch die Grundformel der Trigonometrie und genau dasselbe für Cosinus Quadrat von Alpha. Wir können Cosinus Quadrat von Alpha ersetzen durch 1 minus Sinus Quadrat von Alpha. Also haben wir jetzt das. Hier werden wir Sinus Quadrat von Alpha auf diese Klammer verteilen und hier verteilen wir minus Sinus Quadrat von Beta auf diese Klammer und erhalten so sofort diese Rechnung. Wir sehen jetzt aber, dass dieser Term da hinten auch nochmal vorkommt und die beiden Termen haben das entgegengesetzte Vorzeichen. Also streichen die sich weg und was bleibt übrig? Sinus Quadrat von Alpha minus Sinus Quadrat von Beta. Somit haben wir also bewiesen, dass dieses Produkt gleich zu dieser Differenz ist, was zu beweisen war.